Also wir sind jetzt hier tatsächlich im Tutorial. Susi ist gerade angekommen und Izzy ist auch da. Hallo. Ich habe kurz die Cam mal ausgemacht, weil ich noch probieren muss, wo ich die am besten platziere. Und mit der Lautstärke bin ich mir auch noch nicht sicher vom Spiel. Es ist gerade noch sehr ruhig. Aber es könnte ja durchaus noch ein bisschen lauter werden. Aber hallo erstmal an euch. R2 ist laufen. Hey. Hier ist ein Kinderzimmer. Ich. Okay. Vielleicht sollte ich mir erstmal was anziehen. Wer ist denn damit? Wie ich das von Detroit vermisst habe. Aber der sagt nichts. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. War relativ laut, oder? Oh Gott, die Hintergrundmusik, die ist so übelst leise, aber. Wenn der redet, das ist ein bisschen lauter. Ich habe gerade gesagt, ich ziehe mich lieber an. Habe ich jetzt gerade nicht richtig aufgepasst. Das Ding ist, ich kann die Kamera nicht drehen. So gar nicht. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Okay. Grace ist seine Partnerin. Oder Frau, wie auch immer. Ich lasse mich mal kurz da oben. Weiß nicht, ob dann dort oben irgendwas Wichtiges für uns zu sehen sein wird. Oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr, hören sich bei euch die Stimmen, wenn die reden, auch so recht doppelt an? Dürfen sie eigentlich nicht, weil den Desktop-Sound habe ich ausgemacht und habe nur die Capture Card an. Da ist sie, da bin ich. Ja, sorry, du langweilst dich. Hier hin. Du hast nichts doppelt. Franzi sagt ja. Wir gucken mal. Jetzt müsste ich noch mal gucken. Es war auch gerade ein bisschen ein Krampf, die Capture Card wieder zu installieren. Was? Wie soll ich den denn so bewegen? Wie sieht denn das aus? Schön, dass das im Stream. Ich hab's geschafft.
Spiel sieht lustig aus, also ich bin gespannt, wenn das jetzt der Anfang ist mit Schüttel den Controller. Ich dachte schon, er muss sich jetzt rasieren. Ah, er muss sich rasieren. Mein Controller vibriert. Okay. Gestrichelt ist langsam. Es ist gerade, ich muss mir das alles merken, ne? Controller vibriert ganz schön doll. Was drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen? Schauen Sie sich mit dem linken Stick die Dusche an. Soll meinen Kopf drehen. Yay, der hat sich ausgezogen. Also, ich darf das aber streamen. Ab 16. Jetzt steht der hier nackt an der Dusche und ich soll den Controller bewegen. Das war auch sogar noch falsch. So, ich muss so machen. Ich kann mich nicht auf das Spiel konzentrieren, wenn ich sowas machen muss. Obo. Ich habe irgendwann eine neue Unterhose angezogen. Ich glaube, wir sind fertig im Bad. Gottes. Ich glaube, mit der Steuerung werde ich noch das ein oder andere Mal Probleme bekommen. Das Rasieren hat eigentlich gar nichts gebracht. Nee. Vielleicht hätten wir vorm Duschen hier hingehen sollen. Also ich bin gespannt, ob ich dann noch mal ein bisschen lauter machen muss, das Spiel. Oh, das wird jetzt bestimmt kompliziert. Jetzt muss man wieder natürlich wissen, wo ist welche Taste auf dem Controller. Oh, so Quicktime-Events, ne? Da bin ich auch bei Detroit nie vorbereitet gewesen. Wir uns mal kurz das Zimmer von unserem Kind an. Ein Doppelstockbett, haben wir zwei Kinder? Nein, 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 wir wollen noch nicht runter. Ich sollte mich anziehen, bevor ich runtergehe. Richtig. Bist einfach runtergegangen. Also bis jetzt ist es ja sehr ruhig. Das ist schon ein nettes Haus. Ich glaube, der verdient gut. Oder sie. Ist auch er der Hausmann. Aber sie hat ja gerade zu ihm auf dem Zettel geschrieben, arbeite nicht zu viel. Ja. Hose. Jetzt gehen wir aber runter. Ist. Gibt es hier was zu feiern? Gedanken? Was waren noch mal die Gedanken? Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen.
Da geht es sogar direkt. Wir gucken hier noch. Die Küche. Hätte ich am Anfang doch sagen sollen, dass ich mich nicht mit diesem Controller auskenne. Vielleicht hätte ich dann dieses Schütteln und Wackeln nicht machen müssen. Der macht das Fenster auf. Okay, ich glaube, es ist eigentlich ganz gut. Oh, das sind sogar Zwillinge, wenn nicht. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen dafür gedacht, die Steuerung kennenzulernen. Muss man hier noch in Ruhe so sich ein bisschen umgucken. Kann. Oh, trink doch nicht so hastig. Jetzt noch einen Kaffee. Hört ihr überhaupt irgendwas von dem Spiel aktuell? Das Problem ist, wenn der redet, ist der so laut. Hey. Können wir das bitte in den Spüli räumen? Ja, das Haus ist schon. Die Kids haben auf jeden Fall Geburtstag, aber ich befürchte, irgendwas passiert. Dass wir eventuell von dem Geburtstag nicht viel mitbekommen. Weißt du, anstatt er das dann wenigstens oben irgendwo hinlegt, das ist wie mit der Kaffeetasse. Stellt er die benutzte Kaffeetasse in die Kaffeemaschine. Das räumt doch auf, wenn man was in der Hand hat. Oder guckt sich Immobilien an. Ist der Immobilienmakler? Hat er deswegen so ein krasses Haus? Architekt? Kreative Architektur. Entweder ist er oder seine Frau Architekt, weil ein ganz schön fancy Haus. Happy Birthday, Jason. Ist doch nur. Ich verstehe es alles hier gerade noch nicht. Wir machen Radio an und Fernsehen an. Wird es. Schalten um. Ach nee, wir schalten aus. Stehen auf. Jetzt gehen wir nochmal hier hinten gucken. Hier war nämlich noch ein Raum. Ein Büro. Links. Eins ist Kammer. Wo wir zeichnen. Time Event. Ja, aber gerade Linien. Ich glaube, das ist sein Job, oder?
Keks fehlt noch. Ach, okay. Haus ist fertig. Bauen wir so. Was anderes? Okay. Aber ich wollte gerade in den Garten gehen. Ja, das ist Corona. Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Ich komme. Ich komme. Er dreht sich einfach nur rum. Oh nein, zusammen. Oh. Hallo, Tola. Wenn jetzt noch eine Taste dazu kommt, wird's schwierig. Ich habe auch das Spiel gerade nochmal. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Boah, ich habe mich richtig überanstrengt heute hier. Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Beelzebub, hallo. Ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Ich habe keine Wahl. Ich sage es okay. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Oh, jetzt muss ich wieder. Gott, ey. Ich komme mir so blöd vor mit diesem Controller bewegen. Das ist das Chat von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Wir sind total langsam. Hey, Ethan, du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid, ich pass besser auf. Ich hab's gerade verwechselt. Ich weiß, dass was gestrichelt ist, muss ich langsam machen. Ja, ist mein erster Run-Through, oder wie das heißt. Habe ich noch nicht gespielt, ja. Ist auch gerade komplett der Anfang. Aber ich glaube, das weißt du. Oh. Und die reden immer nur so von dem einen Kind. Das sind doch Zwillinge. Ethan... Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ist gerade voll laut, sorry. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Ich schuld, dass die sich küssen. Das ist Heavy Rain. Es ist so wie... Ich weiß, was du willst, Ethan. Detroit Become Human? Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Life is Strange ist auch so... Bisschen. Ja. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. Also es ist quasi ein Film und du musst Entscheidungen treffen. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Ach, das sind gar nicht die Zwillinge, die Geburtstag haben. Gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Jason. Habe ich es, glaube ich, ganz verstanden. Ich würde für einen Kindergeburtstag nicht das gute Geschirr nehmen, nee. Ich auch nicht. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Oh, wir hatten Glück, es gab nur noch das eine. Hat er aber jetzt Glück gehabt, der Jason. Ich denke, das Spiel wird dir viel Freude bereiten. Das klingt sehr gut.
Ich habe überlegt, ob ich heute mit Beyond Two Souls oder Heavy Rain anfange. Ich habe mich jetzt für Heavy Rain entschieden. Weil ich muss tatsächlich sagen, zu Heavy Rain habe ich noch nie Gameplay gesehen. Von Wann kommen daher Jasons bin ich Freunde? sehr gespannt, was hier so passiert. So um 2. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaffe das schon alleine. Ich meine, die Gespräche sind schon so ein bisschen hölzern, aber das ist halt auch dem geschuldet. Ich weiß nicht, wer aus dem Chat noch Detroit Become Human, Life is Strange und sowas kennt. Die Gespräche müssen ja irgendwie so konstruiert sein, dass egal welche Entscheidung ich treffe, dass das irgendwie zusammenpasst. Und dann sind die Gespräche immer irgendwie so ein bisschen hölzern, leider. So, was soll ich machen? Sie wird mit jedem Tag schöner. Ach, seine Gedanken klingen nur so komisch. Ich glaube, davon kannst du ein Lied singen, Trulla, oder? Nicht nur unbedingt Kindergeburtstag, sondern allein auch im Kindergarten. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Die waren doch hier draußen. Oh, ich dachte gerade, das Auto überfährt den Kleinen jetzt. Zwar jetzt mit Kindern spielen, oder was? Ich glaube, ich gehe mit den Kindern spielen. Ich mache mal kurz die Tür auf und gehe wieder rein. Okay. Machen wir uns jetzt Nicht wieder gerade meine beste Zeichnung. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen. Ich kann doch jetzt nicht arbeiten gehen. Dort sind die Kinder. Ups. Ich dachte, die Kinder sind vorne. Oh, jetzt habe ich zugemacht. Das war's. Dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, hier ist der Erste. Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Drehen Sie den Kopf Ihres Charakters. Ich zuerst! Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Mit links. So. Du bist mein Lieblingskind, du zuerst. Okay, Sean, mach dich bereit. Es geht los. Wir sind ein Uhu. Ein Flugzeug. Jetzt. Dusch. Schade. Ich bin jetzt dran. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Oh, es ist ganz schwindelig. Wow! Sind doch Zwillinge. Ich rede aber bloß von Jason. Los, zeig uns, ja, wie stark heißen die beide Jason. Ja, jetzt loslassen. Und jetzt Schulter ausgekugelt. Dann verbringen wir den Kindergeburtstag im Krankenhaus. In der Kita ist es was anderes, ist man nicht allein. In der Candy. Jetzt bist du auch so, du wirst für alle deine so privat, dass du so ein bisschen Babysitter bist, oder? Gib auf, da halt unter anderem auch bei der Geburtstag. Du schaffst das. Das Babysitter ist immer so ein gutes Wort. Ich bin der Sieger. Ja. Oh.
Kann er mich so schnell angegriffen, hast du nicht mal deinen Satz zu Ende geredet. Komm schon. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Wenn immer die richtige Taste blinkt, Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Boah, das ist immer so in so Filmen, ne? Das Essen ist immer im richtigen Moment fertig. Der hat sein Kind geschlagen, ja. Nicht, dass man das überhaupt streamen darf. Sean, es gibt Essen. Ach, Sean heißt der andere. Aber der andere, das ist der, der vorne war, oder? Nee. Haben wir noch jemanden? Die anderen beiden waren doch gerade zusammen draußen. Oh, hier. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du, Sean, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ne, Susi, der hat vorhin, habe ich dem noch guten Morgen gesagt.